Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Assassin's Creed Brotherhood. Da vorne ist direkt ein Architekt. Aber wir sind pleite. Ich glaube, das Aquädukt hier können wir uns nicht leisten. Ja. Dann, was sagt die Karte? Wo ist die nächste Bank? Wird? Wo ist die nächste Bank? Ach ne, sind die Diokletianstermen. Ich würde in der heutigen Folge ein paar Templeragenten ausschalten. Also so ein paar Nebenmissionen würde ich jetzt abfrühstücken erstmal. Auch Leonardo und Kopernikus. Das ist so jetzt das nächste, was ich fertig machen will. Und danach würde ich mich wieder der Hauptgeschichte zuwenden. Aber erstmal so ein bisschen was Kleines. Es kann sein, dass das Spiel an manchen Stellen jetzt erstmal ein bisschen ruckelt. Im Hintergrund installiere ich schon wieder was Neues. Und da ist die Festplatte halt ein bisschen, ja, angestrengt. Meine Stimme ist auch gerade ein bisschen angestrengt, wie man sicherlich hört. Ich habe jetzt die letzten Tage sehr viel Undertale aufgenommen und Undertale halt auch durchgespielt. Ein sehr schönes Spiel, aber wenn man es halt so spielt wie ich und die Stimme verstellt, die Charaktere spricht, das ja, strapaziert einen doch sehr. Deswegen, ich hatte ja auch geplant, Deltarune direkt nach Undertale zu spielen, aber das würde meine Stimme wahrscheinlich nicht aushalten. In der Nähe. Wer? Einer von Borgias Hunden. Wir wollten uns ihnen widersetzen. Er kam zu unserem Haus und schoss mit seiner Hakenbüchse. Meine arme kleine Anna, sie ist... Ich muss zu ihr zurück. Nur ein Schütze? Den überwältige ich leicht. Wie präzise er auch sei. Wenn wir hier bleiben, tötet er uns. Hört, ich laufe zur nächsten Säule, um ihn abzulenken. Ihr flankiert ihn. In der Schusslinie. Du wirst erschossen. Adesso basta. Ich fürchte mich nicht. Da, tötet ihn. Mord, Mord, Mord. Schluss jetzt! Ich schenke euch einen sauberen Tod! Merda! Keine Angst! Der ist Hundefutter! So, und noch eine volle Synchro geschafft. Requiescat in pace. Ja, genau, lass mich halt nicht kämpfen und bleib ewig weiß, du verfickte Dreckskamera. So. Wie vor. Och, komm, ey. Ist jetzt nicht euer Eins, oder? Gut, dann. Geht's als nächstes hier hin? Ja. So eine Diebesmission und Kurtisanmission, weiß nicht, die fand ich damals nicht so spaßig. Habe ich auch gemacht, aber ist jetzt nicht so meins. Also Templeragent mache ich jetzt halt kalt, weil... Boah, 54.000? Die Templeragent mache ich jetzt kalt, weil... Na, jetzt sag schon. Weil die Multiplayer-Charaktere sind. Ich finde, es gehört schon so ein bisschen dazu, die Charaktere, die extra für Multiplayer erschaffen sind und hier implementiert sind, auch anzusprechen, sozusagen.
Und Kopernikus und Leonardo-Missionen sind ja auch so eher Story-Nebenmissionen. Weil die Kurtisanen-Söldner, das ist nur so Lügenfüller, hab ich das Gefühl. Alle Briefe sind überbracht. Als ihr fort wart, habe ich wohl die Quelle dieser Angriffe herausgefunden. Den Magister Sacri Palatii. Wer ist das? Ein Dominikaner, vom Papst ernannt, um die Reinheit der römisch-katholischen Lehre zu gewährleisten. Meine Studien haben ihn immer gestört. Und nun, da ich die Templer verärgert habe, schlägt er endgültig zu. Wo finde ich ihn? Die Kardinäle treffen sich meist unweit von hier. Folgt einem von ihnen. Der Magister begrüßt gerne jeden Einzelnen. Vielleicht hört ihr noch schlüssigere Hinweise. Mann in Rot. Ein Kardinal finden. Ja. Sollte in Rom nicht unmöglich sein. Ah, oh, da oben ist ein Borgia-Banner. Das hole ich mir. Ach komm, Ezio, jetzt stell dich nicht an, als wärst du kernbehindert. Ich weiß, das kannst du gut, ist auch eines deiner Lieblingshobbys gefühlt, aber heute mal nicht. Oh, das mache ich offen, das ist natürlich sehr praktisch. Sind das die Treinsmärkte? Ich glaube, das sind die Treinsmärkte. Colonna Trajana. Ja. Die 3-1-Kolonne, dann sind das hinter mir die 3-1-Märkte gewesen. Sehr cool. Schön, wie man sowas erkennt, wenn man sich damit auskennt. Einigermaßen zumindest. Aus dem Weg. Hier ist mehr Kandidate. Aus dem Weg, aus dem Weg. Ich muss hier durch. Boah, wie weit ist du das weg? Ich bin jetzt einmal quer durch Rom gerannt. Ich bin halt wirklich einmal quer durch Rom gerannt. Ich bin hier auf dem Marsfeld gerade. Hätte ich mir jetzt das Pantheon. Vor mir liegt der Vatikan. Ich bin jetzt, glaube ich, einfach zu Fuß in den Vatikan gerannt. Zum Glück ist die Karte hier komprimiert. Das hätte sonst ziemlich lange gedauert. Von dort vorne hierher zu laufen. Die Skill-Herausforderung ununterbrochen sprinten. Ja, sehr schön. Dann folgen wir mal dem Kardinal. Versuchen dabei niemanden zu töten. Ich bleib mich hier so ein bisschen neben dem Heuhaufen stehen, damit ich mich zur Not zurückziehen kann. Ja, so eine Leute anrempeln hilft auch. Also die Baden und die Bettlerin, die kann man dadurch ganz gut loswerden. Der neue modische Vogelapparat. Och, ey, wieso minimiert die Kacke immer wieder? Hör auf zu singen, du Arschloch.
Ja, ist nicht meine Schuld. Meine Kinder haben heute noch nichts gegessen. Ayutatemi. Helft mir. Ihr seid doch ein guter Christenmänner. Ey, warum animiert die Kacke immer wieder? Ich krieg hier echt noch einen Vogel. Warum kann ich diese Tutorial-Einblendung nicht deaktivieren? Das ist auch nervig. So, einmal durch ganz Rom rennen, um in den verfickten Vatikan zu kommen. Um dann wieder durch Rom zu rennen und wieder, weiß nicht sonst wohin zu rennen. Magister, Giuliano. Gibt es Neues zu Copernico und den anderen? Nichts. Diese Narren. Das Volk mit ihren Theorien zu überfordern. Wir können die Leute jetzt schon kaum im Zaum halten. Meine besten Männer werden sich ihrer annehmen. Ich schätze, sie machen kurzen Prozess. Ich muss sie aufhalten. Und wohin? Ah, leichte Ziele. Eliminieren. Okay. Ey, sag mal. OBS hat aber langsam mal echt einen Vogel, ne? Jetzt hat's mir die Einblendung ins Spiel reingebracht. Wo sollen meine Ziele denn sein? Doch so gelb geleuchtet. Ich dachte, es waren. Also, ich dachte halt echt, das waren es hier. Ah. Och, ey, langsam geht mir das auf die Eier hier. Erschossen kriegen. Okay. Das war ziemlich weird. Ich mag zerstreut sein, aber am Amboss kenne ich mich aus. Und schon wieder hat's gerade minimiert. Und bei sowas soll man dann nicht verrückt werden? Was? Kommt, kümmert euch um eure Gesundheit. Wo bin ich jetzt schon wieder hingeblieben? Warum müsst ihr euch so... Gott, wie gern würde ich gerade mit einer Minigun durch die Stadt rennen und alles niederballern. Wer mir auf die Eier geht, stirbt. Also. Nun, es ist eine elegante Art der Fortbewegung.
Wahrscheinlich ist er jetzt nicht hier auf dem Dach, sondern irgendwo unten. Okay, ich bin aber noch im Zielkreis. Na? Och, komm, ey. Na gut, wenigstens kommt der Gaul hier nicht oben hin. So. Das war mir jetzt dieser Gammelsprung wert. Oh, eine Bank. So. Wo ist denn jetzt der Penner? Also ich war auf den Dächern da unten. So. Auf zum nächsten Ziel. Ich hab doch... Hä? Bin doch gerade dabei, die Mörder zu eliminieren. Wie, volle Synchronisation ist fehlgeschlagen. Wie bescheuert seid ihr? Also das war gerade echt willkürlich. Ich glaube, ich mache die Mission hier noch fertig in dieser Folge. Egal, wie lange es dauert. Weil die Mission strengt mich gerade ziemlich an. Ja, seht ihr, wir sind bei 19 Minuten. Das nächste Ziel ist hoffentlich nicht weit weg. Da kann ich mir das schon mal leisten, jetzt ein bisschen zu überziehen. Ich gehe danach mal was essen und gönn mir mal ein bisschen Ruhe. Und dann sollte das auch schon wieder sein. Und wenn nicht, nehme ich was anderes auf. Tschüss. Ja, sehr schön. Und damit hat sich das jetzt. Und dann bedanke ich mich an der Stelle bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wir haben es sogar noch in der Zeit geschafft. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Oh, bis dann und ciao, ciao.